Björns nächstes Ziel ist die Gärtnerei Uhlenburg in Löhne. Hier wird seit 1980 Biogemüse angebaut. Das Besondere? Der Betrieb ist eine Genossenschaft. Alle Menschen, die hier arbeiten, sind angestellt und gleichzeitig Chef. Hier gilt der Grundsatz: ein Mensch, ein Lohn, eine Stimme. Mein Name ist Susanne Barners. Ich bin gelernte Gemüsegärtnerin. Wir haben Auberginen, wir haben Koriander in diesem Jahr, verschiedenste Salate, Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, also ganz viele Kohlsorten, Kürbisse, Möhren, Sellerie, Feldsalat, also alles klassisches Wochenmarktgemüse. Ich bin hier gelandet wegen dem Kollektivgedanken, das war mir wichtig. Ich hätte auch Tischlerin werden können, irgendwas Handwerkliches, aber mittlerweile lege ich ganz viel Wert auf unser leckeres Gemüse. Ich bin der Guntram, bin hier zuständig für die Technik. Wir sind ein Kollektiv, wir machen die Sachen gemeinsam, wir stimmen gemeinsam ab. Wie viel wollen wir uns Geld als Lohn auszahlen, kaufen wir einen Schlepper, wie viel Urlaub gönnen wir uns, alles was so das normale Arbeitnehmer- und das Arbeitgeberherz bewegt, müssen wir entscheiden. Hallo. Hallo. Grüß dich, Björn. Hallo. Servus. Wir sind hier auf dem Acker. Ja, ich sehe schon. Und wir wollten heute mal dir die Gelegenheit bieten. Das sieht nicht nach Ernten aus hier. Zu pflanzen. Ach, ne? Ich muss auch selber pflanzen. Noch. Genau. Wir pflanzen ungefähr 1,5 Millionen von diesen einzelnen kleinen Töpfchen im Jahr. Okay. Das heißt, 1,5 Millionen mal bücken, ja. Und beim Abschneiden noch mal bücken. Ach, ne? Genau. Was piept denn da immer so? Das ist unser Piepsi. Der die Anweisung gibt, jetzt reinpflanzen, ja. Damit alle den gleichen Abstand haben. Also Piepsi fährt immer mit. Ganz genau. Bei Piepsi war das so, dass die Pflanzen nicht im gleichmäßigen Abstand auf dem Acker standen und es sehr schwierig ist für die, die da pflanzen. Als Maschinenbauer hat man den eigenen Anspruch, dass man sich irgendwas einfallen lässt. Okay. Und dann kam die Idee auf, man muss irgendwie einen Takt kriegen, einen Taktgeber. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte das gehen. Und bin dann letztlich zu dem Modell gekommen, wo eben so ein kleiner Mikrocontroller das übernimmt, dass immer der richtige Pieps zur richtigen Zeit kommt. Ich kann ja auch mal versuchen, ein paar Salate da einzupflanzen. Mach das, auf jeden Fall. Das muss man mal probiert haben. Ja? Ich habe noch nie was eingepflanzt, außer bei mir auf dem Balkon mal Tomaten, aber da ist nichts raus geworden. Also die rechte Hand, ja? Die bleibt immer da unten. Aha. Die hat hier oben nichts zu suchen. Ja. Die eine Hand greift immer nach, ja. Und die andere Hand setzt das in die Erde rein. Okay. Ja? Okay. Ja, dann fahren wir mal langsam los. Und mach hier offen. Du musst ganz locker im offen. Schulterbereich Oh, ich bin bleiben. Ganz locker, ja. Okay. Dann los. Fahr los, Chrissy. Boah. Scheiße. Du musst wirklich unten bleiben mit deinem, ja. Körper und nur die linke Hand arbeitet und gibt nach. Also, ja. Ne, so, zack. Nee, bleib mit der Hand unten. Die Hand, ja. Die linke Hand nimmt und hilft, macht es nach unten. Die Ute war schon sehr streng mit mir. Die hat mir immer genau auf die Finger geguckt. Und ja, da war ich auch froh, dann, als ich dann fertig war. Ja, ich habe nichts mehr. Feierabend. Bin ich natürlich zum Ernten hier, weil der Frank und der Heinz-Dieter, die lachen mich ja aus, wenn ich zurückkomme und sage, ich habe heute nur gepflanzt. Hast du noch irgendwas Besonderes für mich? Ja, wir haben dieses Jahr und letztes Jahr zum Testen, ja. Mal Honigmelonen, boah, angebaut. Hammer, da und gehen wir jetzt hin. Gucken wir an. Ich habe noch nie Honigmelonen aus Deutschland gegessen. Oh, hör mal, die ist toll. Löhner Honigmelonen. Hammer. Ne? Machen wir jetzt erst seit 1,5 Jahren. Brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen westfälischen Knochenschinken dazu. Mm. Sehr schöne Konsistenz auch. Mm. Auch schön süß. Richtig guter Geschmack, Hammer. Hm. Hättest du den Löhne nicht erwartet? Nee. Kann ich mir noch eine dicke hier, genau. Abschneiden? Hier. Ja, dann nehmen die doch mal mit. Nehme ich die. Die ab. Zack. Super. So, alles rein. Vielen Dank. Ja, tschüss.